Hallo meine Lieben, willkommen zum neuen Video. Heute kommt der versprochene Mama Haul. Drei Sachen habe ich auch für meine Kinder gekauft, die konnten nicht anders. Ich war bei Lidl, bei Amazon, bei New Yorker und beim Kick. Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal die Hosen an. Ich habe mir danach nochmal die gleichen Hosen bestellt, weil mir die zu klein waren. Es sind Größe 38, aber die fallen definitiv 36 aus. Und falls jemand Interesse hat, ich verkaufe pro Hose 15 Euro, aber wenn ihr beide nimmt, können wir bestimmt über den Preis reden. Einmal ist es die hier. Moment. So sieht die aus. Die hat hier leider Knöpfe und ist einfach eine ganz normale Röhrenjeans. Von hinten sieht die so aus. Ja, ist eine halt West. Jeans und die ist eigentlich eine tolle Qualität, aber die passt mir halt leider nicht, weil die ist mir einfach zu klein. Und dann habe ich noch eine im Pink, die ist mir auch zu klein. So sieht die aus. Ganz normale Röhrenjeans, hinten mit Taschen. Und die haben eben beide Etiketten noch dran, also sind wie neu. Und falls ihr Interesse habt, aber jetzt fangen wir damit an, was ich geshoppt habe. Wie ihr seht, einen ganzen Haufen. Dann habe ich mir eine Hotpant gekauft bei Amazon. Die passt mir, ist auch Größe 38. Eine kurze, weil ich zum Tätowieren brauche ich dann eine kurze. Und die hat hier so Pflanzenlöcher. Emilia, dann so Glitzer. Hier das gleiche und mit so einem Stern und unten hat sie Pflanzen und hinten hat sie auch so einen kleinen Stern mit Steinen. Die gefällt mir sehr gut. Ich glaube, die hat so 15 Euro gekostet, weiß nicht mehr genau. Dann vom New Yorker in Größe M. Es gab es nur mal ein S, aber passt trotzdem. Das hat nur noch 4,95 gekostet in so einem Altrosa, bei mir ist es mehr rosa. Und zwar ist es unten wie so ein Kleid mäßig. Und hier ist es so durchsichtig an den Ärmeln. Und mir gefällt es einfach total gut. Ich habe es anprobiert und mir hat es voll gestanden. Das musste dann auf jeden Fall mit. Dann bei New Yorker habe ich mir noch eine Hose gekauft in Größe M. Die war so angenehm zum Tragen. Die hat sich super angepasst. Die musste sofort mit. Und zwar hat die nur noch 9,95 gekostet. Das ist aber eher so eine dünne Hose für Herbst. Und zwar ist das nur eine ganz normale hellblau-weiße Jeans. Aber so unten habe ich so ein bisschen umgestülpt, aber die passt eigentlich super. Dann hinten ganz normale Taschen. Und die hat ein bisschen Knitteroptik und ich finde, die steht mir richtig gut. So, dann habe ich bei Amazon, nein, Emilia, dann habe ich bei Amazon eine Lederhose gekauft. Emilia, nein, nein. Das ist auch gesagt, man sieht, die passt mir gerade noch, also zunehmend dafür nicht. und zwar sieht man wahrscheinlich jetzt gar nicht, weil es zu dunkel ist. Innen ist so ein ganz normaler weicher Stoff und hier ist so Lederoptik, aber das ist halt ein Kunstleder. Hinten sieht man nicht. Die hat 20 Euro oder so, weiß ich nicht genau, ich habe die Preise nicht mehr. Müsst ihr mal auf Diva Jeans gucken, da habe ich die Jeans her. Dann habe ich noch von Lidl, das ist ein bisschen durcheinander, tut mir leid. Das habe ich von Lidl in Größe XS und es passt mir wirklich gut. Ich habe erst gedacht, soll ich das in XS mitnehmen, weil das war so, weiß nicht. Aber also, da gehe ich schon S bis M. Und zwar ist das so ein Top. Ein sehr, hinten ist es länger wie vorne und hinten hat es so ein so Stickereien. Wie ihr seht. Und hier an den Ärmeln auch noch. Und mir hat es so gut gefallen. Und es passt mir gut. Es ist ein weicher Stoff, sehr angenehm zu tragen. Dann habe ich ein paar Pullis von Lidl mitgenommen. Emilia, nein. Die will mit dem Auto fahren, dann verstehen wir nichts mehr. Größe S 38,40 für Winter, Herbst.
habe ich gedacht, nehme ich schon mal mit. Und zwar ist es ein ganz normaler, stinknormaler Pulli. Hier hat er 2, 3 Knöpfe. Hier auch. Und Ärmel ist hier auch noch 3 Knöpfe. Ja, was der gekostet hat, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, 5 bis 5 Euro. Also nicht teuer. War wirklich günstig. Dann habe ich noch einen Pulli in 38. Auch wieder ein ganz normaler Pulli, aber diesmal blau-weiß. Auch wieder so unten, aber ohne Knöpfe und hier. Ich mag ja das total gerne, wenn das so ist. Ja. Dann haben wir noch einen Pulli. Und zwar ist der in so einem lila Ton gehalten. Ist auch 38,40. Und zwar hat die hier vorne Knöpfe für ein schönes Dekolleté. Geht auch ganz normal, aber ganz normale Ärmel. Also nichts Besonderes, aber im Winter, Hauptsache es haltet warm. Dann habe ich in Größe, schau jetzt mal, Größe 42, meine pinke Jeans wieder mitgenommen. Die passt mir endlich, muss ja nicht nur mit sein. Dann habe ich aber die falsche Jeans bestellt, wollte eigentlich die gleiche haben, aber das ist Größe 42 und das hat hinten so, wie nennt sich das, Korsett? Keine Ahnung. Und hier aber ganz normal diese Knöpfe. Und so sieht es halt aus. Aber trotzdem steht die mir total gut, deswegen behalte ich sie. Dann habe ich bei Kick bestellt ein tolles Top in 36 für 6,99. Es ist Stretch. Und zwar ein Top in Rot. Und hier, kennt ihr bestimmt alle, das ist so Stickereien. Ja, und das habe ich dann nochmal, wie schon, ja, in Schwarz bestellt für den gleichen Preis. Hier auch wieder Stickereien. Ja, und ich finde diese Tops wirklich top, weil die kann man gut kombinieren und so tragen und ja. Und dann habe ich noch eine Hose bei Kick bestellt und gesagt, 38, die passt mir wie gegossen, wirklich. Und die schaut wirklich gut aus und die hat bloß 99 gekostet, von daher. Es ist eine in Rot, die hat mir ja schon im Online-Shop gut gefallen. Es ist eine Röhren-Jeans und die fühlt sich auch echt gut an für den Preis. Und ich bin sehr froh, die sie gekauft zu haben. Dann haben wir noch was von New Yorker. Eine stinknormale Leggings. Ich glaube, die hat 4,95 gekostet. Steht jetzt gar nichts. Das ist Größe M. Liebe Größe M und die dehnt sie ja eh, aber die passt mir auf jeden Fall. Ganz normal Leggings, dehnbar. Kennt ihr ja alle, die Leggings ausgucken. Dann haben wir schon für unsere Kinder. Und zwar war bei Lidl so ein Doppelpack, ich glaube sowas von 5 Euro. Und zwar haben wir ja so Hot Pants gekauft. Die sind dehnbar. Hier haben wir ein bisschen Stecknadel reingemacht, damit sie sind noch ein bisschen zu groß. Und zwar haben die so ein geiles Muster. Wie gesagt, dehnbar. Hinten sind Taschen. Sieht richtig cool aus. Dann haben wir noch die gleiche in Pink. Die haben wir noch nicht angehabt. Ja. Vorne auch, ja, so Taschendinger und hinten Taschen. Wie gesagt, dehnbar. Wird ihr Gott sei Dank noch nächstes Jahr passen. Welche Größe ist denn das überhaupt? 110, 116. Dann haben wir für die Minesche für den Winter gekauft. Das ist 86,92. Das wird ihr dann ein bisschen zu groß sein. Vielleicht passt sie auch nächstes Jahr noch, wenn ich Glück habe. Aber den fand ich so knuddelig. Ich glaube, der hat 5, 6 Euro gekostet. Und zwar ist es so ein Wasch. Bär-Pulli und der ist so kuschelig weich in rosa mit so einem blauen Reißverschluss. Hinten ist nichts drauf, aber den würde ich gleich selber anziehen, so kuschelig weich ist der. Und dann war ich noch kurz bei Müller und habe für 2,25 diesen Essence Lippenstift. Den habe ich übrigens gerade drauf und so sieht der aus in der Farbe. Und den fand ich so schön und die Farbe hatte ich noch nicht, deswegen musste er mit und der war anscheinend im Angebot. Ja, Leute,
das war mein Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, meine Lieben!